Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen. Das tödliche Gas war ihr zuvor gekommen. Oh nein, oh nein. Und wir erinnern uns, inmitten des tödlichen Gases haben wir Anna auch zuerst kennengelernt. Ypern, eine Ruinenstadt. Die belgische Stadt Ypern war als Drehkreuz für Straßen, Eisenbahn und Kanalschiffsverkehr von zentraler strategischer Bedeutung. Bereits 1914 wurde die Stadt zum Ziel heftiger Bombardements und 1915 folgte dann der Beschuss mit Giftgas durch die Deutschen. Am Ende des Krieges war die gesamte Innenstadt einschließlich der prachtvollen Kathedrale dem Erdboden gleichgemacht. Guck mal da hinten, das kleine Mädchen, das wir zuvor noch gerettet hatten. Und alle verlassen die Stadt. Oder das, was von der Stadt noch übrig ist. Und jemand braucht unsere Hilfe. Ein Baum? Oh nein. Sie sucht ihre Mutter. Okay, dann rein ins Haus und hoffen, dass wir ihr helfen können. Da ist der Baum. Halt, bevor wir den Baum hochklettern. Ich hab's genau gewusst. Brief eines schottischen Soldaten. 19. April 1915. Lieber Freund, ich bin in Ypern in Belgien. Einer Kleinstadt, die vor dem Krieg sehr schön gewesen sein muss. Das Bier hier ist auch nicht von schlechten Eltern. Allerdings würde ich jetzt lieber mit dir ein Ale runterspülen, alter Freund. In 2 Tagen bin ich an der Front. Pass auf dich auf und grüß meine Familie. John McCormack. Und wie du siehst, durch deinen Brief bist du unvergessen, John McCormack. Denn auch jetzt denken immer noch Menschen an dich. Über 100 Jahre, nee, Quatsch, 99 Jahre später. 99 Jahre später. Der Krieg ist ungefähr ein Menschenleben her, etwas über ein Menschenleben. Schnell. Und los geht's mal wieder. So. Oh-oh. Ah, Gott sei Dank. Schnell noch was trinken. Und wieder ein Leben gerettet. Holzdeckel. Holzdeckel mit Schnur, ein gewöhnliches Spielzeug der Zeit. Während des Krieges wurden auch die Spielzeuge kriegerischer. Mit Brettspielen konnten die Kinder berühmte Schlachten nachspielen, während andere Objekte den Gegner schmähten. Nach dem Krieg wurden die Spiele und Spielzeuge wieder friedfertiger, bis die Computer erfunden wurden. Na gut, ich glaube, wir sind hier durch. Dann raus mit uns. Oh, guck mal. No. No. Okay, da weiterzugehen ist tödlich. Den Schlüssel holen wir uns trotzdem und versuchen, um die Bombe herumzugehen. Oh-oh. Der arme Mann.
Kann ich das Zahnrad hier irgendwie brauchen? Nee, ne? Komme ich hier nach unten? Ach, sieh an. Uah. So, offenbar gibt es mehrere Zahnräder. Ist das richtig? Das sieht passend aus. Das kleine Zahnrad da sieht überhaupt nicht passend aus. Uh-oh. Weckruf in Übern. Pass mal auf hier. Ich mach mal das kleine Zahnrad da. Mach ich mal ab und pack es mal. Nein. So, und das große pack ich mal da unten hin. Das scheint mir irgendwie sinnvoller zu sein. So. Oh. Eieiei. Na, wenn das mal nicht ein Weckruf war, dann weiß ich auch nicht. Ach, schön. Haie? Oh, der Mann. Ah, sehr gut. So ein Glück. Und gleich geht's weiter mit einem kleinen Minispielchen. Mal wieder ein bisschen Guitar Hero spielen. Und Konzentration. Das Wundermittel. Ich habe das Gefühl, es wird immer schwerer. Was? Es wird immer schwerer mit den Spielchen. So. Zerbrochener Krückstock. Was für ein interessanter Krückstock mit der Hand da oben dran. Der Knauf ist alles, was von diesem Krückstock noch übrig ist. Der Stock wurde aufwendig geschnitzt und ist ein Andenken an die Gräben. Leider ist ein zerbrochener Krückstock für niemanden von Nutzen. Aber eine Erinnerung ist es. Kommen wir da raus? Nein. So, aber theoretisch müssten wir draußen jetzt weiterkommen, ne? Oder ist... Okay, da kommen wir immer noch nicht weiter. Und hier kommen wir glaube ich auch nichts mehr machen. Liegt da noch irgendwas? Nee. Das heißt, wir müssen aber trotzdem... Wir müssen doch da irgendwo weiterkommen. Geht's da hinten vielleicht weiter? Nee. Okay, die habe ich nicht gesehen zuerst. Wir sind also doch durch. Oh oh. Lauf, lauf, Mädchen, lauf. Kommen wir da nach unten? Nein.
So, abermals braucht eine Frau unsere Hilfe. Deswegen verprügle ich hier die Wand. Müssen wir den Tisch irgendwo hin verschieben, dass wir nach oben kommen? Nein, offenbar nicht. Aber vielleicht müssen wir den Tisch verschieben. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder zurückgehe. Ich will nur gucken, ob unter dem Tisch irgendwas liegt. Natürlich nicht. Ah. Jetzt gucke ich erstmal, was die Dame braucht. Wahrscheinlich etwas, was wir nur rechts kriegen. Da ist nichts drin. Nach oben geht's auch noch. Oh. Wir kommen gar nicht zur Dame. Dafür finden wir einen Pisspot oder eine Kaffeetasse. Bettpfanne, also doch ein Pisspot. Latrinen fanden sich normalerweise außerhalb des Hauses im Hof. Daher benutzte man nachts Bettpfannen. In gut situierten Haushalten wurden die Diener mit dem Leeren der Bettpfannen beauftragt. Quasi anderen die Scheiße hinterher räumen, im wahrsten Sinne des Wortes. Liegt hier noch irgendwas? Nein. Oh. Oh. Gut, dass ich immer alles verprügeln will. Ich weiß nur nicht, wofür die Schlüssel gut sind. Hier ist nichts Verschlossenes, ne? Nee, nein. Ich glaube, dann müssen wir doch da unten rüberklettern. Das machen wir gleich mal. Wobei, da kommen wir ja auch nicht durch, oder? Ah. Nanü? Was ist das denn Futuristisches? Stereoskopische Kamera. Ach, wie krass. So sahen damals Kameras aus? Eine Kamera, die gleichzeitig zwei Bilder auf Glasplatten einfängt und so dreidimensionale Bilder ermöglicht. Der Einsatz dieser Kamera war relativ verbreitet, da sie klein und leicht zu transportieren war. Es gab schon 1915 eine Kamera, die 3D-Bilder gemacht hat? Echt? 1915 schon? Das ist aber krass. Und die sieht mega futuristisch aus. Die sieht heute aus wie Nachtsichtgeräte oder irgendwas. Okay, können wir hier irgendwas brauchen? Wir müssen immer noch zur Frau. Interessant. 3-8. Die dritte Zahl ist wahrscheinlich 8. Ich hab sowas zum Schreiben hier, warte mal. Mist. Ich bin so dekadent, ich habe hier gerade noch ein paar Geldscheine rumliegen, diese komischen Dollars. Ah, und hier habe ich noch was rumliegen. So, 1-4. Eine Sekunde. Ich glaube, das ist doch 100 Pro, ist das der Code für da unten. 2-6. Hätte ich mir auch merken können. 4-6-8. Gut, probieren wir mal 4-6-8 aus. Ich hoffe, es gibt kein weiteres Bild. Ich hoffe, es bleibt dabei. Na, Alter. 4. Sechs. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. 4, 6, 8, okay. Ich schau mal ganz kurz, ob es vielleicht doch noch ein weiteres Bild gibt. Das wäre jetzt doof. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das hundertprozentig funktioniert. Bei der Dame ist jedenfalls kein Bild. Hier ist auch kein Bild, nur ein Fenster. Hier ist auch kein Bild. 4, 6, 8. Verdammt. Das war doch richtig. Und das einzige Bild hier oben haben wir runtergeschlagen.
Und die Dame jammert, aber ich glaube, das Rätsels Lösung liegt wahrscheinlich im Safe, um die Dame da oben rauszuholen. Vielleicht da ja eine Leiter? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall eine Leiter, um da hinzukommen. Weil anders kriegen wir die dann nicht raus. 4, 6, 8. Verdammt. Goodness. Ja. Yeah. Ich bekloppt. Ah. Ach so. Das muss man ja wissen. Haha, da freut sich aber jemand. Nanü? Panzer, Zeppeline? Und was ist das? Giftgas? Chemische Formel. Die Formel beschreibt, was in der Lunge des Soldaten passiert, wenn er Chlorgas inhaliert. Das Chlorgas reagiert mit dem Wasser in der Lunge und produziert Chlorwasserstoffsäure, die schwere Verbrennung auslöst. Ach ja, die Menschen sind so raffiniert. So raffiniert und so dumm gleichermaßen. So, wir haben jetzt einen Hebel. Mit dem Hebel kann man bestimmt am Brunnen draußen vor dem Tore. Ich weiß nicht, wie ich die Dame befreien kann. Oh nein! Okay, so viel zum Thema die Dame befreien. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. So. Eine Granate. Durch die Wand kommen wir wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, es hilft irgendwie. So, und die Tür wurde freigesprengt. Und jetzt wieder ein Minispiel. Oh Gott, und wahrscheinlich noch schwerer als vorher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ein bisschen Medizin. So, noch eine Zwiebel ins Gesicht. Komm schon, komm schon. Ach, na Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt haben wir doch mal zweimal Fehler gemacht. Die Gouvernante erfuhr sie, dass ihr Vater, ein angesehener Wissenschaftler, von Baron von Dorf verschleppt worden war, um seine Forschung in den Dienst des Krieges zu stellen. Anna machte sich auf die Suche nach dem Baron und traf dabei auf Emil und Frieden. Und der Rest war Geschichte.